Die Platzmiete ist endlich abgelaufen und wir müssen Ostwestfalen-Lippe diese Woche nun doch verlassen. Das Camperleben war eigentlich ganz entspannt. Andi war auf dem Bolzplatz mit den Kindern, Paul ist ein bisschen gegravelt und ich war angeln. Naja gut, jetzt geht's endlich mal wieder auf in Osten. Also hopp auf die A2 und Abfahrt von Wildwest nach Radsportherz Deutschlands. Ja, zu einer, die schon die ganze Radsportwelt gesehen hat und wir überqueren Grenzen mit ihr. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss. Und meiner Andi Stauff. Die Reisepässe werden abgestempelt von Rafa, wie immer. Danke. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von Athletic Greens. Es ist früh am Morgen auf der Fahrt vom Campingplatz bei Paderborn Richtung Leipzig. Und damit wir alle gut in den Tag starten, mischt Andi auf der Rückbank für jeden Mitfahrer ein Gläschen AG1. So eine Busfahrt ist immerhin auch verdammt anstrengend. Du kennst das. Wenn du den Besenwagen bis zu Ende durchhalten willst, fließt schon das ein oder andere Tröpfchen Schweiß. Und da wollen wir natürlich, dass deine Ausdauer die bestmögliche Grundlage bekommt. Du bist mit mir bei der Informationssendung zu Was ist eigentlich drin in AG1? In dieser Ausgabe bei Folge 3 angekommen. Nach Botanicals und lebenden Kulturen heute ein Auszug von den 19 Superfoods und Vollwertnährstoffen. Jetzt wird's grün. Artischocke, Gerstengras, Brokkoli, Erbsenprotein, Spinat und Spirulina-Algen. Und bunt. Acerola, Apfel, Heidelbeere, Karotte, Papaya und Ananas. Acerola hat zum Beispiel den höchsten bioverfügbaren Anteil an Vitamin C aller Früchte. Artischocke enthält Nährstoffe für die Leber, was wichtig für einen gesunden Blutzucker ist und schützt deine Verdauung. Wenn du nicht auf den Rest der Erklärung warten möchtest, check die Zusammensetzung auf athleticgreens.com. Und wie läuft das mit AG1? Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training oder vor der anstrengenden Busfahrt ziehst du dir deinen grünen Smoothie rein und hast bereits alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. 1 Gramm Zucker, 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wichtig ist einfach, eine Routine reinzubekommen. Nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Das Leben ist halt kein Sprint. Ein langfristiges Power-Up ist der Effekt. Bei Energie, Konzentration, Regeneration und deiner Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingseinheit, es wird richtig schwierig, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 gibt's nicht nur auf der Rückbank im Besenwagen, nein, wir liefern auch. Wenn du Lust bekommen hast, lass dir dein Paket AG1 bequem monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's als Goodie eine volle Jahresration Vitamin D-Öl on top. athleticgreens.com/besenwagen for the win. Gut, Leute. Ja, ich hatte gerade Besuch. Ballerstedt war gerade hier. Und ich dachte von der Katze. Ich habe eine Katze gesehen bei dir auf Instagram. Nee, das war woanders. War nicht bei mir aber zu Hause. Ist Baller jetzt quasi bei dir eingezogen, wo er bei Lena Klein rausgeflogen ist? Ja, und bei Tanja, dachte ich kurzzeitig auch, als er sich heute gemeldet hat, dass er eine neue Bleibe braucht und meinte, er ist in 50 Minuten da. Ich habe nur Rucksack. Ich dachte, er ist gekommen, um sich die Beine massieren zu lassen. Oder nee, so. Da kommt er am Donnerstag. Machst du echt Massageservice? Na klar, für Ballerstedt mache ich alles. Der hat witzigerweise sein Powermeter-Kabel vergessen. Und ich, Besenwagen Bonzenhaushalt hat 2. Ja, so ist das, wenn man an der Quelle sitzt. Ja. Hat er sich abgeholt und dann wollte er keinen Kaffee, weil er hat Bauchweh gehabt. Habe ich Fencheltee gemacht und dann hat er ein bisschen erzählt, hat auf jeden Fall gutes erstes Rennen gehabt. Hat sich natürlich auf die Fresse gelegt. Natürlich. Gutes Loch im Bein, aber hat ihm Spaß gemacht. Hat Bock auf mehr. Stimmt, der ist ja richtiger Profi jetzt, ne? Mhm. Fällt mir gerade ein. Ja, hat schon Freunde gefunden im Team auch. Nee, gefällt ihm gut. Ja, gut zu hören. Fährt jetzt direkt weiter nach Algarve. Nächste Woche. Dann. Ja, mal ein Mikrofon aufstellen können. Ja, habe ich auch gedacht. Wenn er ein richtiger Profi ist, kann er ja auch mal jetzt mitfahren nach einem abgeschlossenen Praktikum und einer Profilizenz. Hat er sich qualifiziert hier. Ja, es ist leider schon ein bisschen lang her, sonst hätte ich gesagt, bleib hier, kannst für einen Allgemeinteil hier bleiben. Aber lass uns das demnächst machen. Ich habe ihn auch schon mal gefragt und da meinte er, ich gewinne erst mal ein Rennen, dann komme ich. Ja gut, okay. Dann nach der Algarve, oder? Genau. Ja, gut. Ja, wenn so schnell groß ja, genau. Die Praktikanten. Wir brauchen mal wieder einen. Wir brauchen mal wieder einen neuen Praktikanten. Ja, suchen wir uns. Ihr könnt euch ja bewerben bei bm@besenwagen.com. Ich bin eine neue Auswahl. Praktikantinnen, also auch gerne Frauen melden. Ohne Mist. Das habe ich ja letztens auch schon mal überlegt. Aber
was könnte die Person dann machen? Ich hätte ja gern jemanden, habe ich euch ja schon mal gesagt, eine Frau mit richtig Frauenradsport-Expertise als Ergänzung hier. Naja, also wir hatten ja schon Leute auch im Podcast, aber die fahren leider alle selber noch Fahrrad. Genau, richtig. Und die sind echt dann schwierig zu erreichen. Weißt du, was krass ist? Wir hatten die Idee ja echt schon vor sehr, sehr langer Zeit. Vor langer Zeit, ja. Und irgendwie gibt es das jetzt irgendwo anders schon. wie auch immer, ja, würde ich auch gut finden. Könnt natürlich jetzt auch aufschreiben, aber das ist schwierig, weil so richtig Expertise hast du eigentlich nur, wenn du auch in dem Profi-Umfeld mal unterwegs warst. Gut, aber zumindest schon mal so, wenn man das so richtig verfolgt täglich, so wie wir jetzt vielleicht den Männerradsport verfolgen, muss man ja doch zugeben, man verfolgt den Frauenradsport, aber nicht ganz so intensiv. Eine weibliche Besenwagenfahrerin wäre echt nicht verkehrt. Dann wird hier nochmal durcheinander geredet. Ja, gut. Sitzen wir bald zu fünft mit Gästinnen. Das ist auch nur noch streiten. Einen Tag Urlaub. Ich räume gerne meinen Platz. Ja. Gut, hier, ne, ich rate ja immer gerne unsere Stichpunkte ab. Jetzt muss man mal einer hier gewisse Dinge erklären. Klassische Radsportmusik. Das habe ich gestern so einen Quergedanken gehabt. Ich war gestern im klassischen Konzert. Und das ist ja schon krass. Man sitzt dann da immer und ist irgendwie schon beeindruckt. Aber also meine Freundin hat selber schon in so einem Orchester gespielt. Und dann dachte ich mir, ey, das ist eigentlich so ein bisschen wie Radsport. Wenn ich mit jemandem Radsport gucke, so mit ihr, und muss alles erklären, was da passiert, und du denkst auch, okay, irgendwie beeindruckend, was die da machen, aber eigentlich sehe ich es überhaupt nicht. Und genauso ist das in so einem Orchester für mich auch gewesen gestern. Irgendwie beeindruckend, aber diese 54 Leute, die da verschiedene Sachen machen, nach einer bestimmten Abfolge in 4 Akten, die ich dann auch nicht richtig raffe, wann ist was und wer hat was zu tun, wer ist jetzt erste Geige, okay, den Solisten, den kriegt man noch hin, das ist dann halt so Mathieu van der Poel oder so, und dann am Ende sind es auch alles Berufsmusiker, ja, sind es auch alles Berufsmusiker, und so, man guckt sich das ganz gerne an, aber man sieht echt selten Leute, die dafür bezahlt werden, das auch zu machen, und so ist im Radsport auch, das ist auch, klar, Radsport gibt es irgendwie viel, aber man sieht echt selten Leute, die dafür dann wirklich ihren Lebensunterhalt bekommen. Ja, ich habe dazu auch zwei Sachen noch hinzufügen. Ich hatte heute einen Gast hier, so einen Redakteur, und der hat dann auch gefragt, ob man mit dem Sport Geld verdienen kann. Das ist für Leute immer noch unvorstellbar, ja, dass man tatsächlich genau mit Radfahren Geld verdient. Also ich habe das gestern auch so gefragt, so, ja, die, ist das jetzt heute Abend was Besonderes für die? Und so, na, das ist denn ihre Arbeit. Die haben jetzt den Arbeitstag hier. Und so, ja, stimmt eigentlich so, ne? Wie Radprofis auch. Genau. Und dann habe ich gestern eine Doku geschaut auf Arte natürlich, und zwar über das Olympiasieger in Paar im Eiskunstlaufen. Über, ich muss den Namen, weil das ist ein schwerer Name, Alonia Savchenko und Bruno Massot. Haben sich beide, also der eine ist Franzose mit deutschem Pass dann, und sie ist, glaube ich, aus der Ukraine, aber lebt schon ewig hier. Auf jeden Fall Olympiasiegerin und auch fünffache Weltmeisterin ist sie, glaube ich, gewesen, oder vierfache. Auf jeden Fall, die Doku ist krass. Schaut euch die mal an. Selbst wenn man Eiskunstlaufen nicht geil findet, aber das ist so, diese Frau ist voll die Maschine. Das ist so, also das ist halt, ich habe da, also ich bin ja schon ein paar Mal gestürzt, aber dieses Schmerzempfinden, wenn du durch die Luft geschleudert wirst und aufs Eis klatscht mit dem Becken und einfach so weiter fährst, weißt du, so stehst kurz auf und machst dann weiter in deine Pirouetten. Ich fand das so krass und beeindruckend. Kann ich nur empfehlen. Hat jetzt nichts mit Radsport zu tun, aber wie heißt die Doku? Einfach bei Arte mal eingeben, Eiskunstlauf, dann kommst du da schon. Das kriegt man hin. Aber da ging es auch um klassische Musik, weil die haben zu klassischer Musik natürlich ihre Kür gemacht. Deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. War sehr beeindruckend. Aha. Ich habe eine gute Überleitung jetzt, wo wir gerade bei Musik sind. Ne? Kennt ihr Achata? Ja. Glaubt ihr, der hat den Shimano-Überfall gemacht? Den was? Den Shimano-Überfall. Was für ein Shimano-Überfall? Den Shimano-Überfall, Mann. Es wurde jetzt hier irgendwo in Deutschland ein LKW. Ein Paul Lange-LKW. Ausgeräumt. Was, Paul Lange? Ich weiß nicht. Ja, also Shimano-LKW ausgeräumt. Weil jetzt, wo Shimano mehr wert ist als Gold, ja, haben die den komplett leer gemacht. Ich glaube, Verkaufswert von 10 Millionen Euro.
Also, Fuck. Ja, Straßenwert ist höher, Junge. Ja. Straßenwert ist höher. Ja, eben, deswegen vermute ich da jetzt auch sowas, dass da irgendwelche Rapper ihre Finger im Spiel haben. Ich habe ja schon wieder Bilder im Kopf, ne? Also erstens die Radsport-Cops wieder, die jetzt dann ermitteln, und B, dann so Need for Speed-mäßig, ob die das auch mit Fahrrädern überfallen haben. So nebendran gefahren, draufgesprungen. Das war schon ein richtig großer LKW. Ich habe so die Bilder davon gesehen. Ja. Vielleicht kriege ich ja paar Sachen im Girlie angeboten, wenn ich das nächste Mal durchfahre. Anstatt irgendwie Koks oder Haschisch dann halt auch mal. Du reist ja zu. Hier, Kette. Psst. 50 Euro. ist lustig. Könnte da passieren, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Wäre witzig, ja, wenn dann so die Raffa-Leute da so rumhängen würden. Also die Hobbys sich dann so in Bahnhöfen rumdrücken und gucken, wo sie Teile kaufen können. Ganz ehrlich, hast du Teile? Also einfacher kommst du gerade nicht an eine Dura-Ace wahrscheinlich als auf dem Schwarzmarkt jetzt, wenn das damit geflutet wird. Im Darknet, wir müssen sie im Darknet suchen. Also wenn du eine Kette brauchst, guck ins Darknet. Ich wollte jetzt auch eine Überleitung machen. Also ich würde eine Dura-Ace für einen guten Kurs nehmen, falls dir einer zuhört, der letzte Woche mal irgendwo auf der Autobahn unterwegs war. Letztens gab es wieder 3 bei Bike24. Hast du alle gekauft? Nee, verkauft, also ich bin dann doch nicht geistesgegenwärtig genug immer. Ja, ich habe ja jetzt. Hat sich jetzt auch ein Bekannter von mir, der ist quasi auf eine Dura-Ace ausgewichen, weil die Lieferzeiten für eine Ultegra so lange waren. Und der hat sich auch gedacht, ne, Zeit ist Geld. Also wenn ich jetzt hier. In dem Fall mit auf jeden vergeude, Fall. Man müsste mal den Testballon starten und einfach jetzt mal eine neue 12-fach Dura-Ace auf eBay Kleinanzeigen setzen. Wie viel man geboten kriegt. Hat da jemand Erfahrungswerte? Bitte melden. Nee, also. Ich noch nicht, ich versuche auch gerade Fahrräder auf eBay zu verkaufen. Da sind die Preise natürlich ein bisschen anders als bei so einer Gruppe, aber da ist ein bisschen gezögert auf jeden Fall. Schaut bei mir eBay vorbei, eBay Kleinanzeigen. Der Link ist in den Shownotes. Gibt's auch gebrauchte. Wir können unsere eBay Kleinanzeigen-Teile wirklich mal in die Shownotes setzen. Alle. Ja, mach bitte. Ich habe auch gebrauchte Unterhosen. Ich habe keinen Account. Ja, dann lass bei uns machen, Fossi. Wenn wir 500 Follower da haben, dann kriegen wir immer alles gleich weg. Ne, ich habe schon 150. Du hast wahrscheinlich viel mehr, ne? Nee, ich habe nur so 30, 40 oder so. Ja, nee, lass mal reinstellen in die Shownotes, weil ich habe wirklich ein paar richtige Schnapper bei mir. Wenn ich das für euch in die Shownotes reinsetzen soll, dann kriege ich eine Verkaufsprovision. Kriegst du Provision, ne? Ja, die kriegst du gerne. Okay. Also okay. Dann in den Shownotes, Barfoss und passiert Max, die mir keiner zeigen, verkaufen ihre gebrauchten Radhosen. Nee, Unterhosen tatsächlich. Das war ein Scherz natürlich. Aber wie kommt man da jetzt quasi zu Remco Evenepoel? Das ist schwierig, von der Unterhose gebraucht zu Remco. Überleitungswettbewerb. Ja, der ist über das Gravelstück gefahren wie eine gebrauchte Unterhose. Mhm. So kannst du denn jetzt. Der war gut, der war richtig gut an dir. Remco zu schwer. Remco zu schwer, hat genau. Zugenommen, oder, Remco? Also, nee, ich glaube, das ist Muskelmasse. Ja, aber ist ja egal, ob Fett oder Muskelmasse, aber sieht schwerer aus. Ja, aber das Interessante ist ja. Vielleicht macht es nur das neue Trikotdesign, ehrlich gesagt. Also. Aber das Interessante ist ja, er sagt ja, dass ihm diese steilen Anstiege, wir kommen gleich nochmal detaillierter sicherlich drauf zu, dass ihm die nicht liegen, aber er hat schon San Sebastian gewonnen, wo es nur steile Anstiege gibt. Flash Wallon war ja schon auf dem Podium, oder? Also, abgesehen davon, dass er ein begnadeter Radfahrer ist, ist er auch ein begnadeter Ausredner. Ja. Also ist jedem aufgefallen, dass er eigentlich immer eine Ausrede parat hat, wenn er mal irgendwie nicht gewonnen hat. Ja. Aber ich meine, ist natürlich auch schwer, wenn du fast immer gewinnst. Also. Ja, das stimmt natürlich. Aber da kommen wir jetzt vielleicht mal ins aktuelle Renngeschehen. Das war ja die Valencia-Rundfahrt, die Neuverpflichtung von Bora Hansgrohe. Vlasov, wie heißt er eigentlich mit Vornamen? Alexander wahrscheinlich. Ich habe auch schon alle möglichen Vornamen. Ich war jetzt gerade geraten, aber Vornamen. Russe, Alexander war naheliegend. Alexander Vlasov, genau, gewinnt da. Überragend. Und auf jeden Fall, ja. Es ist die erste Rundfahrt, die Remco nicht gewinnt, die er durchfährt. Erste einwöchige, seit Ewigkeiten. Also er hat, glaube ich, jetzt 2 Jahre lang jede Rundfahrt gewonnen, die er durchgefahren ist. Das ist die erste, die er nicht gewinnt, seit, glaube ich, 2019. Das ist krass.
Ja, schade, ne? Dann gewinnt man schon die erste Etappe, wird Zweiter im Gesamtklassement, hat eine überragende Performance und was das Einzige, was wir berichten, ist, dass er versagt hat. Deutsche Medien-Style, Enttäuschung pur. Ja. Nee, aber geil, geil für Bora. Ich glaube, Ralf Denk freut sich auf jeden Fall ein bisschen über seine Verpflichtungspolitik da. Der ist auch schon auf Malle relativ schnell gefahren. Mhm. Sieht ganz okay aus hier. Genau, aber da hat er vor allen Dingen diese Gravel-Etappe, war eigentlich keine Gravel-Etappe, hat ja ein bisschen so für Diskussion gesorgt, glaube ich, vor allem Matteo Trentin hat es angestoßen. Nehmen wir auch gleich nochmal auf, ne? Ja, dass er da irgendwie sich quasi dazu geäußert hat, dass er es unnötig findet, dass es irgendwie in einem Straßenrad stattfindet, in der Rundfahrt. Echt? Ja, ja. Ich dachte, er hat eher gesagt, so, das findet er okay. Nee. Er hat gesagt, er findet es nicht okay, er findet es also, in keiner Rundfahrt gut und nicht mal in Paris-Tour findet er es gut. In der Grand Tour hat es nichts zu suchen, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, auch. Und selbst in Paris-Tour nicht. Mhm. Also, so war quasi die Aussage. Und genau, das Gravel-Stück war jetzt nicht so lang, aber es war halt extrem steiler Anstieg. Das ist auch die Etappe, wo Remco das Trikot verliert und Vlasov es bekommt und auch gleichzeitig die Etappe gewinnt. Ja, keine Ahnung, also. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Also ich bin bei der Spanien-Rundfahrt und beim Giro schon Abschnitte gefahren, die waren schlimmer als der Gravel, auf dem sie da gefahren sind. und in Polen, mal ganz zu schweigen, auch Abfahrten. Ja, wir erinnern uns. Ja, die schlimmer sind. Ja, keine Ahnung, also meine Meinung ist irgendwie so, mich stört es nicht. Ich hätte es in meiner Karriere geil gefunden, weil ich halt aber auch weiß, was ich zu tun habe, wenn ich da drauf fahre. Ne? Also ich weiß, wie ich mich drauf bewegen muss. Du siehst aber auch, wer gar keinen Plan hat, was Offroad-Fahren ist und das siehst du halt und natürlich haben die dann Probleme und finden das vielleicht auch scheiße. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen mit dem Hintergrund, wo man herkommt, was man in der Jugend auch gemacht hat oder im Nachwuchszeiten. Das kann die UCI doch jetzt mal machen, so die Abschnitte in so Schwierigkeitsgrade einteilen und in einem Straßenrennen, was laut UCI-Regeln Straßenrennen ist, dürfen die halt nicht über Kategorie 1 hinausgehen, die Gravel-Abschnitte quasi, ja? Ja. Weil ansonsten finde ich es ja Quatsch, die komplett rauszunehmen. Ich meine, Strade Bianche, hallo. Mhm. Ja, also ich Trobriand wäre noch ein anderes Rennen, wo die Abschnitte eben dabei sind. Rennen, ne? Das sind halt spezielle Rennen. Paris-Roubaix Kopfsteinpflaster, ja gut, ist auch jetzt nicht dafür gemacht, dass man mit dem Rennrad drüber fährt. Ja. Ja. Also letztendlich sind das alles Straßen von einem Land oder von einer Region, wo die Rennen stattfinden. Kann man das auch machen, solange es halt irgendwie befahrbar ist mit einem Rennrad, was die meisten Sachen sind. Aber ich finde es halt irgendwie Quatsch, dass jetzt so krampfhaft irgendwie mit einzubauen. Ne? Ich meine, wenn es so eine Region gibt, wo es halt, ja, wie in Nordfrankreich oft Kopfsteinpflaster gibt, dann fährt man halt auch da mal das typische Kopfsteinpflaster. Mhm. Ja, in der Toskana gibt es diese weißen Sandstraßen, ja, und wenn es halt irgendwie in den Alpen vielleicht mal irgendeinen Abschnitt gibt, der noch nicht asphaltiert ist, aber ein geiler Pass ist, ja, gut, dann fährt man da vielleicht eben auch ein bisschen. Finisterre, oder wie heißt. Ja, also ich finde es auch schön, solange es halt, wie du sagst, in die Region passt, in den Streckenverlauf, wo man nicht jetzt extra links abbiegt, um dann nochmal rechts abzubiegen und einen Kilometer neben der guten Straße herzufahren, finde ich es auch legitim. Und es ist halt eine andere Art von Radrennen. Ne? Und am Ende muss man auch sagen, bekommen ja auch oftmals die Platten, die, also da siehst du erstmal gutes Material und natürlich auch die Vorbereitung. Ne? Also das ist dann halt auch schon, ist halt für Mechaniker und für das Team natürlich ein Aufwand, aber man kann es auch vermeiden. Also Gravel heißt ja nicht automatisch in dem Kontext, dass es gefährlich ist, plus, dass du unbedingt in Platten fahren musst. Also. Mhm. Ja, ich finde es eigentlich auch einfach nur spannend. Ich finde jetzt auch nicht, dass man es notgedrungen da in jedes bestehende Rennen reinbauen muss, aber jetzt zum Beispiel kommenden Montag gibt es ein neues Rennen in Spanien, Jaén Paraíso Classic oder so. Das ist spanische Strade Bianche. Das wird zum ersten Mal ausgetragen und ist dann halt auch extra so ein Gravel-Klassiker quasi. 196 Kilometer, richtig einen Berg hoch. Ich glaube, die meisten Passagen sind auch bergauf. Ich habe irgendwas zwischen 27 und 40 Kilometer Gravel-Passagen gibt es da. Genau, 3100 Höhenmeter hat das ganze Ding und da bin ich auch mal gespannt. Also solche Rennen finde ich halt einfach nur spannend und gut. Muss ja nicht jeder hinfahren. Wie man das jetzt in großen Rundfahrten sieht, habe ich halt auch viel gelesen, dass das solche Etappen dann eher vielleicht Favoriten noch rausnehmen und es nicht, also macht es dann unspannender am Ende. Das ist aber die Wiener Roubaix-Etappe, ne? Ja, also genau. Wiener Roubaix-Etappe, also sagen sie auch. Also. Aber ich, ja, aber genau, gerade in Spanien, ne, wenn man da mal trainieren fährt und sich mal
mit der Landschaft befasst, abseits der Straßen sind ja mega viele Kurvestraßen. Und da die Kurvestraßen sind ja fast wie einfach gute Asphaltstraßen. Das ist ja mega hart, wenn es nicht gerade regnet, rollst du da halt fast genauso schnell wie auf dem Asphalt. Also ist jetzt auch nicht irgendwie mega gefährlich. Von daher finde ich, kann man das machen. Und eine Grand Tour, ja, ganz ehrlich, ne, aus der Diskussion, dass Kopfsteinpflaster nicht da reingehört. Ich finde, wenn du eine Grand Tour gewinnst, musst du in der Lage sein, auf vielen Belagen, außer jetzt richtig Offroad und auch topografisch, alles irgendwie bewältigen zu können. Und zu Frankreich gehört Kopfsteinpflaster, wie Paris-Roubaix halt zeigt. Und finde ich es jetzt nicht verwerflich, dass da auch mal so ein Abschnitt dabei ist. Und wenn an einem Berg mal ein Kilometer Schotter ist, der sonst aber geil ist, dann fährst du den Kilometer halt. Ich finde es in der Abfahrt unnötig und auch zu gefährlich. Ja, ich finde ich zum Teil, wie sie damals bei Alpe d'Huez oben rüber gefahren, so hinten diese bumpige Abfahrt runter. Das finde ich halt bescheuert. Das ist halt gefährlicher als berghoch Gravel fahren. Genauso wie in der Dauphiné gab es doch mal da die Etappe, wo sich alle beschwert haben, wo die Abfahrt so gefährlich war, weil lauter Löcher im Asphalt waren und dann sind ja, auch Stürze die, passiert. Ich glaube, das war die Alpe d'Huez, wo, glaube die Testetappe sind sie rübergefahren. Genau, und das war das. Genau. Und wo ich dann denke, das ist halt gefährlicher als fast jedes Gravelstück, was du fährst. So. Ja. Alright. Ja, macht euer Fass auf hier. Die Teams aus der zweiten Reihe, da habe ich fast nichts zu sagen. Ja, das ist bloß eine Erkenntnis von mir irgendwie so. Ich finde, so letztes Jahr war es der Alpecin, Phoenix, die so rumgestrahlt sind, das ganze Jahr über eigentlich. Und jetzt, Andi hat es ja auch schon gesagt, so Total Energies, die hier einfach komplett neues Team sind. Natürlich ist Peter Sagan jetzt da, aber man fährt auch neue Räder, wahrscheinlich anderes Setup allgemein, noch einen anderen wissenschaftlichen Ansatz oder überhaupt einen wissenschaftlichen Ansatz vielleicht sogar. Und auch Cofidis, die haben es, glaube ich, schon 3 Rennen gewonnen oder 2. Ja, also Kokar gewinnt. Wie definierst du denn zweite Reihe? Für mich sind zweite Reihe auch Lotto Soudal. Ist jetzt erste Reihe ist für mich Ineos, ist Jumbo Visma, also die großen Teams. Erste Tabellenhälfte quasi. Ja, genau. Und zweite Reihe ist für mich auch so Lotto Soudal, die abliefern. 2 von den Fahrern kannte ich nicht, die da gewonnen haben. Und die haben jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, 2.1 Rennen gewonnen, ganz klein, sondern halt, auch wenn 2.1 Rennen sind, aber gut besetzt. Und ich finde, das ist schon eine Ansage, was die da zum Teil machen, die aus der zweiten Reihe, jetzt World Tour und Pro Tour, Pro Team meine ich. Ja, ich hoffe mal, vielleicht klappt das ja irgendwann mal mit diesem Auf- und Absteigen, was die UCI schon seit, was eigentlich ja schon seit 5 Jahren gibt. Nur ist noch nie einer aufgestiegen und nie einer abgestiegen, oder? Ja. Aber es ist halt echt interessant. Genau, eigentlich ist total, macht es auch spannender wieder, ne? Ja, es ist halt irgendwie, was jetzt gerade so ein bisschen passiert, finde ich, dass es noch ausgeglichener geworden ist. Es sind jetzt nicht nur die Teams mit einem großen Budget, sondern auch andere Teams rücken auf, obwohl Gofidis jetzt auch nicht wenig Geld hat, aber im Verhältnis immer. Und ich finde es cool. Und Lotto Soudal freue ich mich. Also das finde ich geil, dass die so fahren, wie sie fahren. Also das, vor allem mit den jungen Rennfahrern auch. Ja, also Lotto Soudal hat diesen Umbruch ja schon vor... Ah, wie lange machen die das? Also so vor 2-3 Jahren, schätze ich mal, haben die ja eigentlich auch schon angefangen, das Team extrem zu verjüngen. Und man merkt vielleicht auch jetzt mal, abgesehen von dem Materialwechsel, der mit Sicherheit so ein bisschen dazu beiträgt, dass sowas eben Zeit braucht und jetzt so ein bisschen zum Vorschein kommt. Ja, ich meine, die beiden Fahrer, die jetzt da gewonnen haben, sind auch noch beide extrem jung. Also die haben ja jetzt auch mit dem eigenen Devo-Team seit ein paar Jahren eben eine Nachwuchsmannschaft, wo sie Leute ranführen und dann auch schon hochholen können. Scheint auf jeden Fall zu fruchten, so dieser Ansatz, den sie da gebracht haben. Und ich meine, wie die beiden, die jetzt gewonnen haben, ich glaube, der eine ist gerade aus der U23 raus und sie ließ 19, ne? Also, ja, genau. Was halt auch krass, der belgische Tiolek. Ich habe das mit Roger auch ein paar Mal beredet, so wenn wir trainieren waren, dass ich halt interessant finde, dass das Nachwuchsteam halt, dass sie echt abliefern, also auch in den Bergen, ne? Die haben ja zum Teil krasse Bergfahrer und dann sobald die Profi werden, diese Weiterführung von Schritten nicht mehr irgendwie passiert. Also du hast ja das Gefühl, die kommen dann hoch und dann stagniert das so, als wenn die besser gefördert werden im Nachwuchsteam. Aber wie du jetzt schon sagst, anscheinend hat es einfach auch gedauert, diese Umstellung innerhalb vielleicht dieses, ja, dem Konstrukt, was man hatte und jetzt fruchtet das halt, weil sonst könntest du so nicht abliefern, ne? Und auch die Fahrweise. Also ich meine, ich weiß nicht, wie heißt der Saudi-Tour gewonnen hat? Van Gils. Genau. Oder? Mit der Fahrweise, ne? Der wird ja schon Dritter, glaube ich, auf der Mini-Bergankunft oder sowas, ne? Oder Vierter. Und fährt dann ins Führungstrikot.
Also, dass du halt, obwohl du so weit vorne bist in der Gesamtwertung, dann in die Spitzengruppe gehst, ist auch eine geile Sache. Ja. Ja, nicht jeder geht halt so eine schnelle Entwicklung durch, ne? Wie, ja, Remco Evenepoel ist natürlich ein Beispiel, aber auch so, ja, Bernal, Pogacar, und wie sie alle heißen. Also, ist ja noch gar nicht so lange her, dass die Hochzeit des Radfahrers eigentlich erst so mit Ende 20 begonnen hat. Und ich denke mal, da sind auch nach wie vor Jungs gerade da draußen, die erst kommen, wenn sie Mitte 20 sind oder auch Ende 20. Ja? Also ja. Das hat ja immer auch viele Faktoren. Ja, in welchem Team, in welchem Umfeld bist du gerade? Wie wirst du da gefördert? Funktioniert der Plan? Funktioniert der nicht? Dauert es dadurch ein bisschen länger? Also dass es so Leute gibt, bei denen halt alles gerade passt, ist natürlich auch ein bisschen Glück. Und ja, anders wäre es ja auch langweilig, ne? Wenn andauernd Mathieu van der Poel die erste Geige spielt. Ja, und gerade so, was wir jetzt die letzten Jahre auch schon irgendwie bei Akea gesehen haben, jetzt vielleicht bei Cofidis und natürlich bei Total Direct Energies, Geld ist meistens nicht hinderlich, erfolgreicher zu fahren. Also dann ist es wahrscheinlich nicht nur die Fahrer, die du anstellst, sondern auch Staff. Und eben technische Innovationen und ja, weiß ich nicht, gerade jetzt hier so, ich denke mal bei Uno X oder bei Total Direct, da wird nicht gespart die letzten ein, zwei Jahre. Und das sieht man jetzt halt auch. Also ja, ist dann auch nochmal spannend, also wäre zu wissen, genau wo ist der Faktor, den man da gut investiert hat. Ist jetzt nicht nur das Rad, was dich schneller macht. Da wird man garantiert irgendwo in der sportlichen Leitung. Schwarze Hosen. Ja, genau. Ja, sehr richtig. Es ist jetzt immer, wenn du runterguckst und siehst nicht eine rote Hose, fährst du automatisch schneller. Vor allem die Fahrer, die schon länger da sind. Ja. Ja, wenn Citroën endlich soweit wäre, die würden sofort die Tour gewinnen. So. Jetzt endlich, dreimal schon geplant, Trommelwirbel, Tippspiel, Deutsche Meisterschaft, Zeitfahren. Ich habe keine Ahnung. Wer tritt die Nachfolge von 100 Jahre Herrschaft Toni Martin an? Kommt Toni Martin als Einzelstarter und Bundesliga-Einzelstarter zurück und gewinnt einfach weiter die Deutsche Meisterschaft für die nächsten 10 Jahre? Oder so wer wird's? Hobby. Das wird jetzt dein Hobby. Warum nicht? Winter ja eh. Tatsächlich ist er 10-mal Meister geworden und aber nicht am Stück. Also, er war halt mal krank wahrscheinlich oder verletzt. Ich glaube, 20 ist ausgefallen, oder? Gab es keine Meisterschaft? Das weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Also wenn er es nicht, geworden ist, dann gab es keine. Sehr lange her. 2011 müsste man mal nachgucken, wer da gewonnen hat. Zwischendurch nochmal. Bert Krapsch. War 2011 nochmal. Eigentlich ein Star, so Bert Krapsch, wenn man drüber nachdenkt. Allein über den Fakt. Weltmeister. Ja, auch Weltmeister. Ja. Ich glaube, nicht im gleichen Jahr, aber ja, auch auf jeden Fall ein guter Zeitfahrer. Ja. Aber ja, danach gab es auf jeden Fall 9-mal Toni Martin und jetzt ist es eigentlich zum ersten Mal wieder so offen. Und wir haben ja eigentlich ganz gute Zeitfahrer mittlerweile wieder. Ja, also was ist unser Wetteinsatz? Ich würde sagen, wir machen einfach mal 100er. 100 Euro? Ein Huni. Ja, 100 Euro gibt jeder. Ich sag 50, come on. Auf was? 100 ist mir zu hart. Auf wer wird deutscher Zeitfahrmeister? Nee. Wieso? Ich habe ja gar keine Ahnung, Mann. Du kannst ja auch durch dich selbst wetten, Paul. Ich fahre ja nicht. Ja, du hättest dich jetzt, ich habe die Wette hier schon seit längerer Zeit seit an. 3 Wochen, ja. Ja, okay. Du hättest dich jetzt mal in den 3 Wochen damit auseinandersetzen können. Ja, musst du einfach 100 Euro Max, mitgehangen, mitgefangen. Ich sag Max Walscheid. Okay, sagen wir alle Max Walscheid. Mit auf dem DeRosa Zeitfahrrad. Ah, fuck, stimmt, der fährt DeRosa. Das ist schwierig. Also auf einem, was ist der letzte Jahr gefahren?
BMC, ne? Vielleicht labelt er irgendwas um. Boah, ich weiß es nicht. Also Max Walsch hat auch einen vernünftigen. Ich weiß, vielleicht ist De Rosa ja auch schnell, ich weiß es nicht. Ich sag mal so, De Rosa hat gar kein Zeitfahrrad. Ah, okay, das ist die Chance. Haben die echt kein Zeitfahrrad? Auf ihrer Homepage haben sie auf jeden Fall keins. Okay. Bei den Radrennen haben sie eins. Haben die alle das gleiche, oder? Das ist mir noch nicht aufgefallen, weil die werden nicht so oft gezeigt im Zeitfahren tatsächlich. Aber die haben auch Max Walscheid erst seit dieser Saison. Ich wollte jetzt extra darauf achten bei Étoile de Bessèges, aber irgendwie, ich habe nur einmal einen starten sehen, der ist aber ohne Socken gefahren. Ja, also keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Und danach hat man ihn nicht mehr leider gesehen. Ja, und der Sieger hat natürlich auch Der Gesamtsieger ist natürlich auch auf einem, in Anführungszeichen, De Rosa unterwegs gewesen. Heidemann oder Hessmann? Ja, Heidemann was? Weiß ich jetzt nicht, was KTM für Zeitfahrräder baut. Oder stimmt, was der fährt, aber ich weiß, dass der viel testet und dass die mit ihm auch viel machen und auch viel Geld investieren. Oder ein bisschen er will Geld. Es auf jeden Fall gewinnen. Ja, gut, gewinnen möchte ich es auch gerne. So ist nicht. Hessmann. Ah, ich weiß es nicht. Wen nimmst du, Andi? Ich nehme Hessmann. Basti? Lass mich kurz was nachgucken. Wer war letzter, erster und zweiter? Erster war Toni, zweiter war? Heidemann, Walscheid, Pollitt, Wolf, Rutsch, Hollmann, Helbig, Huppert, Kohler sind die ersten 10 gewesen. Stimmt, da gibt es auch noch einen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ein Nikias Arndt nochmal sich an den Start stellen wird, jetzt wo die erste Etage wieder frei ist. Nikias Arndt, ja. Ich glaube, Hessmann macht es nicht. Also ich habe jetzt gerade mal die Zeiten verglichen. Ballerstedt. Ich gehe auf Max Walscheid. Ich glaube, also ich kann natürlich jetzt nicht sagen, auf was für ein Rad der da starten wird. Wird natürlich blöd, wenn er dann irgendwie so auf dem Pucki-Rad fährt. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Auch mit der Größe. Wenn es schnell ist. Wenn's schnell ist. Aber ich glaube auch, dass der bei der letztjährigen DM keinen guten Tag erwischt hat, weil der einfach vorher ein paar echt gute Zeitfahren abgeliefert hat gegen Weltklasse. Da darf ich hier nochmal kurz eingrätschen, Basti. Ja? Hast du eigentlich deine Hausaufgaben erledigt und Streckeninformationen rausfinden können? Ich habe es versucht, aber keine Antwort bekommen. Ich kann aber bohren. Wir wissen jetzt nicht, ob das stimmt, was er gerade sagt. Weil ja, kann natürlich das auch das Vorteil nutzen. Ja, genau. Aber ich glaube, so ein Profil wie letztes Jahr wird es auf jeden Fall nicht geben. Also da gibt es einfach nicht die Topografie, um so einen welligen Kurs zu haben. Ich sag Miguel Heidemann. Ich habe auf jeden Fall Max Walscheid natürlich heute einfach gefragt, ob er gewinnt. Hey Max, gewinnst du? Sicher. Und die Antwort hat mir gereicht. Er soll jetzt Nein sagen, oder was? Er hat nicht gesagt, dass er gewinnt, aber hat er gesagt, dass es kein Puckrad wird? Dass er mitfährt. Aber kannst du ihn mal fragen, was für ein Rad er fährt? Mach ich, ja. Im Off sagen? Mach ich. Ich kann es jetzt auch sagen. Was denn? Ja, darf ich nicht sagen, obwohl weiß ich gar nicht, klar kann ich es sagen. Also ich habe mir sagen lassen, also jetzt hat mir nicht Max Walscheid verraten, aber ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe mir sagen lassen, es ist ein Giant. Mhm. Ist nicht das Schlechteste auf jeden Fall, normal, oder? Mhm, war es zumindest mal. Ja. Aber ja, ist also ja immer noch. Verrat von Giant ist ja immer noch von 2008. Genau, richtig, das, was da war es auf jeden Fall das Schnellste. Das, was Dümmeler gefahren ist, auch. Genau, das ist aber auch schon ein Jahrzehnt her. Genau. Also ja, ich gehe mit Miguel Heidemann. Miguel, ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht, weil du Besseres zu tun hast, aber ist zu schlau. Enttäusch mich nicht. Ja, der ist wirklich schlau. Ja. Und was habt ihr noch so mal so an andere Leute gedacht, die vielleicht letztes Jahr nicht an den Start gegangen sind? Hm. Schachmann? Ja, aber bei Bora geben die geben kommen Scheiß immer gar auf nicht, ne? Ja, auf auch Nils und so. Interessiert das nicht, ja. Nils war letztes Jahr Vierter. Ja, gut, aber also ich glaube, für die ist es halt so ein bisschen, denen ist das egal. Und ich glaube, Schachmann. Weiß ich nicht. Ja, doch, also so war das früher in meinem Team. Wir sind ja früher auch bei Bora nie Meisterschaften möglich gefahren. Außer halt Jan Bartha in Tschechien und so, aber wir haben das in Deutschland eigentlich nie ernst genommen. Ja, weil es war ja auch 10 Jahre lang gar keine Option, die Meisterschaft zu gewinnen, muss man ja sagen. Ja, aber jetzt macht es Miguel Heidemann 5-mal hintereinander. Ich glaube, insgesamt hat Toni Martin bei den ganzen
10 Meistertiteln so viel Vorsprung rausgefahren, dass er eigentlich noch einen 11. Titel geschenkt bekommen müsste. Das ist eine gute These auf jeden Fall. Die ist gute These, die müssten wir mal überprüfen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich so ist. Dieses Jahr wird nur der 2. Platz vergeben. Ja. Wer dieses Jahr gewinnt, ist 2. Aber Toni hat noch Vorsprung aus den letzten 10 Jahren. Das ist ein Guthabenkonto, was man bekommt. Ja, okay, also sind wir jetzt bei Heidemann, Walscheid und du sagst? Ich sag Hessmann. Hessmann, gut. Ey, ich werde so viel Druck hier in diesem Podcast aufbauen Richtung Hessmann und der wird daran zerbrechen. Glaube ich nicht. Ich glaube, der hört den Podcast auch nicht. Nee, glaube ich ja, auch. Ja, aber da werde ich Baller dazu beauftragen, dass er Der sieht den doch auch nicht mehr. Ja, irgendwie kommt er schon zu ihm und spätestens jetzt wird es zu ihm kommen. Bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Aber trotzdem guter Rennfahrer, Michel. Wird im Leben nichts. Wird das. Und also es wird aber einfach nichts. Und Max, keine Sorgen, das scheint hält schon. Ne? Das wird schon nicht unter dir wegbrechen. Mit dieser 2 Meter langen Sattelstütze. Das passt alles. Gut, dann gehen wir zu unserer Gästin. Yes. Alright, Besenwagen. Mal wieder nach Leipzig gefahren, mal wieder nach Ostdeutschland. Und ich hoffe, wir hören heute was über ostdeutsche Frauenradsport und dann Frauenradsport weltweit, weil unsere heutige Gästin ist schon viel rumgekommen. Wir begrüßen Romy Kasper. Hi. Hi. Hallo. Romy ist 33 Jahre alt mittlerweile, kommt ursprünglich aus der Lausitz, jetzt in Leipzig gelandet. Ist auch gerade von dort nach Leipzig gefahren und stand gerade auch noch im Stau. Ich habe es gerade schon gesagt, wer jetzt Romy Kasper noch nicht kennt, und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich durch alles durchgegangen bin, was du schon in deinem Radsportleben gemacht hast, bis vor 2-3 Jahren hat mir der Name auch noch nichts gesagt und ich frage mich eigentlich, warum. Wir werden das heute mal aufklären, denn da ist einiges rauszuholen. Du bist in, weiß ich nicht, so 5, 6, 7 Top-Teams gefahren. Du bist jetzt nicht die absolute Siegfahrerin, sondern vielleicht das, was man heutzutage einen Road-Captain nennen würde, genau, mit der ganzen Erfahrung. Hast zumindest schon mal eine Etappe der Thüringen-Rundfahrt gewonnen und das vor schon ganz guten Leuten. Da habe ich so in den Top 5 Lizzie Deignan gefunden und Lisa Brennauer. Und warst schon 2. im GC von der Tour of Qatar. Du hast einen 2. Platz auf einer Etappe der Healthy Aging Tour. Und wenn ich so durch die Jahre gegangen bin auf Pro Cycling Stats, dann stehen da schon relativ viele einstellige Ergebnisse auch. Mhm. Zum Einstieg, das ist der Besenwagen. An was denkst du, wenn du vorher an Besenwagen gedacht hast? Hast du schon mal drin gesessen? Hast du eine Erinnerung daran? Ehrlich gesagt, ja, ich habe schon mal drin gesessen nach einem Sturz beim Strade Bianchi. Aber das war dann eher, ja, sturzbedingt, dass ich nicht mehr Radfahren konnte. Ansonsten freiwillig bin ich da nie eingestiegen. Und wie war die Fahrt so? War das holprig oder hat man das aushalten können? Ach, die war schon ein bisschen eklig. Also ja, dadurch, dass es der Sturz beim Strade halt wirklich auf dem Gravelstück war und ich prinzipiell die Wunden voll mit Steinen und allem Möglichen hatte, war das nicht so angenehm. Also da habe ich mehr von den Schmerzen gehabt, als dass ich die Besenwagenfahrt genossen habe. Das klingt tatsächlich nicht so geil. Nee. Wie ist das im Frauenbesenwagen? Unterhält man sich? kann man sich das, ich habe gar keine Einsichten, aber tatsächlich kann man sich das ja gar nicht so vorstellen. Kein männlicher Profi wird jemals im Frauenbesenwagen fahren und kein weiblicher im Männerbesenwagen fahren. Wie ist die Atmosphäre gewesen? Ehrlich gesagt, ich habe da gar keine großen Erinnerungen mehr. Ich glaube, ich habe da mehr mit meinen Schmerzen zu tun gehabt, als dass ich die Leute um mich herum wahrgenommen habe. Alles klar, wir versuchen es dir heute auf jeden Fall ein bisschen besser zu machen als damals. Du saßt genau nur einmal im Besenwagen. Ja, genau. Boah. Krass. Profi seit 2008. Genau. Ja, gut. Da kann ich nicht ganz mithalten. Ich weiß nicht, wie es bei Andi aussieht, aber ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen, ne? Die Anzahl der Besenwagen. Ja. Herr Fossi hat ja gute Erinnerungen. Wie oft du da drin saß? Wie bitte? Also ich habe auf jeden Fall da die meisten Fahrten, glaube ich, gebucht. Dauerticket. Saisonticket. Ja. Ich glaube, ich habe mir dann immer so die Verpflegungskontrolle oder sowas ausgesucht, um da auszusteigen und nicht den Besenwagen zu nehmen. Mhm. Wenn es ja, dann stimmt, mal so weit war. Aber ich glaube, so diese DNFs
sind bei mir eher rar im Ergebnis. Also die habe ich immer versucht zu vermeiden, wenn es nicht unbedingt ja, durch Sturz oder irgendwas. Spricht für dich. Dann war es der Krankenwagen und nicht der Besenwagen. Ja. Eine Frage konnte ich noch nicht aufklären in der Recherche. Ich habe gehört, du hast ein abgeschlossenes Studium, aber ich weiß nicht in was. Genau, ich habe ein abgeschlossenes Bachelorstudium in Sportwissenschaften, Präventionsrehabilitationssport und meinen Master letztes Jahr fertig gemacht und den habe ich in Sportpsychologie meine Masterarbeit geschrieben. Klar, stabil. Prinzipiell über die Corona-Pause oder die Corona-Situation der Tokyo Longlist war es damals, die Umfrage. Ja, dann kommen wir vielleicht bei einer späteren Frage, werde ich das wahrscheinlich nochmal aufgreifen. Aber jetzt ein Ausflug in deine Karriere. Oha. Ich habe schon gesagt, wir gehen jetzt mal die Teams durch und mir sind da immer so ein paar Namen ins Auge gestochen und vielleicht fällt dir noch was dazu ein. Nicht nur zu den Namen, vielleicht auch zu den Jahren, wie die für dich waren, was du da so erlebt hast. Mhm. Team Nürnberger, früher mal eine richtig großer Name im Frauenradsport. Wir hatten es, glaube ich, zuletzt mit Judith Arndt davon. Mit der bist du da nicht mehr gefahren. Ja. Aber 2008, 2009 und eigentlich auch noch 2010, weil ich glaube, dieses Cycling Norris Team ging daraus hervor. Also 3 Jahre mit Claudia Lichtenberg, Trixi Worrack, Lisa Brennauer, Charlotte Becker. Genau. Was hast du noch für Erinnerungen? Oder wollen wir ein bisschen früher anfangen noch? Wie bist du da überhaupt reingerutscht? Es war eigentlich prinzipiell direkt aus dem Juniorenbereich. Also es war mein erstes Frauenjahr direkt zur Equipe. Und ja, prinzipiell war es das erste Jahr bei der Equipe, war es in Anführungsstrichen noch kein Profi-Dasein, sondern die haben es versucht, halt so die Jungen im U23-Bereich zu halten und uns mehr im Bundesliga-Bereich die Rennen fahren zu lassen und halt ab und zu mal im Profibereich reinschnuppern zu lassen. Und es war halt für mich eigentlich ein super Einstieg oder ein super Übergang vom U23 oder vom U19 in U23 oder Frauenbereich. Wobei man halt sagen muss, dass damals die Leistungsdichte im Vergleich zu heute ja was komplett anderes war. Also die war halt noch nicht so krass. Und da war ein Übergang aus dem Junioren- in Frauenbereich in Anführungsstrichen noch leichter als zum jetzigen Zeitpunkt. Also hast du das für dich auch so krass gemerkt, einfach die Entwicklung des Frauenradsports? Also jetzt auf allen Ebenen, Gehalt, Performance, Dichte. Also ich meine, wie du sagst, gerade Junioren, Frauen hochkommen war damals einfach. Mittlerweile, denke ich mal, ist das nicht mehr ganz so einfach. Genau, also ich glaube, mittlerweile ist der Schritt vom Juniorenbereich in ein Profiteam schon ein riesengroßer und in ein Virtuo-Team noch viel größer. Also da ist halt wirklich super schwer. Nicht, dass es im damaligen Bereich leicht war, aber es war halt die Leistungsdichte war halt einfach noch nicht so krass da. Und diese Entwicklung, die du ansprichst, Paul, also im Rückblick muss ich sagen, es ist schon eine krasse Entwicklung, die der Frauenradsport genommen hat. Aber so richtig mitbekommen, dass es super schnell oder irgendwas ging, eher nicht. Also eher jetzt in den letzten Jahren, wo es wirklich voranging. Am Anfang war es eher zäh und es ist schon, wenn ich überlege, wie lange ich jetzt Profi bin, bis sich da endlich mal was geändert hat in Richtung, okay, Profi-Dasein wird auch als Profi-Dasein in Anführungsstrichen bezahlt und man fährt nicht für, keine Ahnung, 250 € im Monat. Und, ja okay, jetzt greife ich so vielen Sachen vor, mach erstmal die Teams und dann kommen wir nachher. Ja, ich finde das ganz gut, wenn du immer mal reingrätschst so. Aber ja. Du kannst hier gern, kannst hier jetzt staffeln, die Fragen. Ich würde auch noch staffeln. Mal woanders hingrätschen, nämlich, was ich mir so gedacht habe, okay, aus der Lausitz und auch schon halt relativ lange Profi, diese Zeit, bevor du zu Nürnberger gekommen bist und so weiter, würdest du sagen, hast du so die richtig klassische ostdeutsche Radsportschule durchlaufen? Jein. Hinten raus, sage ich jetzt mal, schon, also im Jugend-Juniorenbereich ja. Da bin ich ab der 11. Klasse in Cottbus auf der Sportschule gewesen. Mhm. Aber bis zur 10. bin ich in Forst, in meiner Heimatstadt, noch aufs Gymnasium gegangen, weil da halt wirklich die Schule noch im Vordergrund stand und ich gesagt habe, ja, Profi sein mag zwar schön und gut sein, aber Geld damit verdienen wird schwer. Und deswegen habe ich bis zur 10. Klasse auf jeden Fall das Gymnasium gemacht.
Bin aber schon ab der 9., glaube ich, immer nach der Schule nach Cottbus gependelt und habe in Cottbus mit den Sportschülern trainiert. Also da waren Opa und Mama und wer auch immer alle gut eingespannt, um mich da hin und her zu fahren und mir das zu ermöglichen. Also jein. Also ab der 11. dann komplett Sportschule, ja, aber ich bin halt immer noch gependelt und bin nie auf dem Internat gewesen. Aber ansonsten schon. Ey, wir müssen dann mittlerweile fast die ganzen SportschülerInnen aus Cottbus hier mal einen Podcast gehabt haben, oder? Also die alle, dann die irgendwas mit Radsport einen Profivertrag zu tun haben. Bekommen haben, ja. Also das ist ja, oder? Also gefühlt. Also eigentlich jeder müssen wir da mal hinfahren Gästin, und einen Podcast machen. Ja, eigentlich müssen wir da mal hinfahren, genau, so einen Panel-Talk machen mit allen. Brauchen wir eine große Bühne auf jeden Fall. Ja. Aber dann bist du auch mit Stefan Schäfer, ist ja immer so das Paradebeispiel, ja, was man immer direkt nennt, wenn man über Cottbus redet. Ja. Kennen die wenigsten als Profi, aber als vielen Schüler. Anderen Bereichen, als Schüler kennt man ihn. Mit dem bin ich in Forst noch groß geworden, der kommt aus Forst eigentlich. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, weil wusste ich gar nicht. Okay. Also aus der Nähe von Forst, Großschachsdorf, ja. Und mit, weiß nicht, Franz Schieber. Ja, auch klar. Auch der, genau, ja. Der ist 2 Jahre jünger als ich, mit dem bin ich auch in Forst groß geworden. Ja. Okay, also jetzt, was sie gerade Steher gesagt hat, ne, Steher ist eine, auch eine Radsportart. Türsteher. Türsteher. Schieber ist richtiger Steher. Schieber und Türsteher, ja. Nee, das ist auch noch eine Oldschool-Radsportart, so die auch vor allen Dingen im Osten betrieben wird. Führ mal fort, ja. Wie hast du denn das Feuer für den Radsport entdeckt? Forst ist halt schon eine Stadt, wo der Stehersport halt sehr aktuell immer noch ist und halt jedes Jahr 3, 4, 5 Steherrennen sind und Europameisterschaften. Also prinzipiell bin ich an der Radrennbahn in Forst mit dem Radsport aufgewachsen. Hab zwar am Anfang halt noch parallel bin ich geschwommen und hab Handball gespielt, also war ziemlich viel sportlich aktiv, musste mich dann nur irgendwann zeitmäßig dafür entscheiden, welche Sportart ich denn haben will. Und ja, prinzipiell bin ich zum Radsport gekommen. Es gab halt eine sowas wie eine kleine Friedensfahrt in Forst und da wurden halt die Schüler aus der, also 4., 5. Klasse, glaube ich, war das. Da hat man so ein Zeitfahren gemacht, das hatte ich damals gewonnen auf Landesebene und dann ging es auf Brandenburg-Ebene und dann ging es nach Erfurt, da war das große Finale und da bin ich dann Dritte geworden und dann habe ich halt so ein Probetraining beim Verein in Forst begonnen und bin dabei geblieben. Also man kann fast sagen, die Lausitz ist das Flandern Deutschlands. Ja. Ja. Hey, deutsche Flandern. Ja, aber da kommen echt so mega viele Radsportler her und auch die Vereine und sowas, da sind relativ viele und auch noch viel Nachwuchsarbeit und so, das ist schon krass. Das Krasse ist auch so die Herangehensweise, dann, wenn du sagst, so die Gegend steht für Stehersport und so weiter, das gibt's halt in voll vielen Sportarten eigentlich, die jetzt nicht so On-Vogue-Sportarten sind. Und klar gibt's mittlerweile, glaube ich, in Deutschland auch ganz andere Gegenden, wo der Radsport vielleicht auch modern schon irgendwie verankert ist, aber ich denke da jetzt so, ich war als Physio zum Beispiel mal Physio der Ringer-Nationalmannschaft auch und dann sind wir immer in Schifferstadt gewesen. Schifferstadt kennt man auch von Radsport, aber Schifferstadt, da werden immer Ringer herkommen, also, weil da einfach eine Riesentradition ist und so weiter. Und das klingt jetzt so ähnlich. Ich habe noch nie Schifferstadt vorher gehört. Ja, jetzt weiß ich. Radsport-Kontext. okay, jetzt. Erinnerungen an Team, die Zeit bei Team Nürnberger. Was fällt dir ein als erstes? Halt, dass man da schon mit den großen Größen damals aus dem Radsport, aus dem Frauenradsport gefahren ist. Also es war eine Regina Schleicher, die noch da war. Mit einer Trixi bin ich da groß geworden, wobei ich halt eine Trixi aus Cottbus vorher schon kannte. Also das war jetzt nichts Neues für mich, aber halt diese in Anführungsstrichen damals zu der damaligen Zeit Größen des Frauenradsports, mit denen halt direkt im ersten Team zu fahren, das war schon, konnte man schon viel lernen von. Hast du da auch internationale Einsätze bekommen schon? Im ersten Jahr, ich glaube nicht mit der Equipe, aber mit der Nationalmannschaft. Und ab da war für dich auch schon klar, den Weg gehe ich weiter? Jein, also ich habe zu dem Zeitpunkt parallel noch wirklich Vollzeit studiert. Also es war für mich so ein 50-50, also
wirklich 50% auf dem Radsport und 50% auf Studium. Ich habe damals meinen Bachelor wirklich in 3,5-4 Jahren komplett durchgezogen und danach war es dann eher so, okay, ich bin noch dabei, ich bin auf dem Level, okay, jetzt probieren wir es. Du bist damals schon mit einer Lisa Brennauer zusammen in einem Team gefahren. Heute, ich habe es noch gar nicht erwähnt, du fährst bei Jumbo Visma oder habe ich schon erwähnt? Ich weiß es gar nicht, aber heute, ihr seht euch ja jetzt ein Jahrzehnt lang quasi dann auch als in Anführungszeichen Konkurrentin oder ohne Anführungszeichen. Irgendwie hat man das gemeinsam, dass man da schon vor 12, 14 Jahren zusammen im Team gefahren ist? Oder hat sich das... Ich würd nie Konkurrenz sagen, weil ich mit Lisa ist halt genau mein Jahrgang, also die ist einen Monat jünger als ich. Mit Lisa bin ich aus dem Juniorenbereich seit dem ersten Junioren-Nationalmannschaftstrainingslager groß geworden und eigentlich gute Freunde gewesen und immer noch. Also wir waren nie Konkurrenz, also klar, im Rennen in unterschiedlichen Teams ist man Konkurrenz, aber als Konkurrenz würde ich es nie sehen im Rennen. Oder schon fast eher des wie eine Schwester, so lange ist es schon her, ne? Ja, prinzipiell schon, ja. Also mit Lisa, ich glaube, Lisa ist noch die, würde jetzt sagen, die einzigste aus dem damaligen in Anführungsstrichen, Nationalmannschaftsjahrgang, die aus dem 88er Jahrgang noch übrig geblieben ist. So, jetzt haben wir so einen Übergang über ein etwas kleineres Team, Quota Speed Queens. Das schien, das ist relativ österreichlastig gewesen. Ein Jahr 2011 zu Rusvelo 2012. Wie verlaufen da damals die Wechsel? Das hat ja noch nichts mit Management oder irgendwas dergleichen zu tun. Und ist Nürnberger aufgelöst worden oder? Ja. Genau. Also die Equipe Norris, das war damals schon so eine Halbauflösung, sagen wir es mal so, von Nürnberger. Es war eher noch so ein Übergangsjahr, dass er uns, weil es halt wirklich kurzfristig, glaube ich, war mit dieser Auflösung oder mit Sponsoren, die nicht unterschrieben haben, dass er halt uns da so ein Übergangsjahr geschaffen haben, dass wir nicht am Anfang der Saison ohne Team dastehen. War dann aber nach dem Jahr sozusagen zu Ende und dann hieß es halt für alle ein neues Team suchen und das war bei mir dann halt das österreichische Team, wo ich damals auch die Hilfe von unserem damaligen sportlichen Leiter oder ehemaligen Bundestrainer auch Jochen Dornbusch bekommen habe. Der hat da viel mit zu tun gehabt, sagen wir es mal so. Ich erinnere mich, mit dem habe ich mal telefoniert in der Recherche für Judith Arndt. Hat mich ganz gut aufgeklärt auch, ja. Ja, Und du landest bei Rusvelo und drei Deutsche hat von... Hat auch mit Jodo zu tun. Ah ja, okay. Der war doch der Manager dann, oder? Oder Manager, ne? Sportlicher Leiter, ja. Oh, Sportlicher Leiter, ja. 24 Fahrerinnen, drei Deutsche, Hanka Kupfernagel unter anderem auch. Und der Rest ist komplett russisch. Das war ja ein völlig neuer Eindruck, nehme ich mal an. Es war definitiv ein völlig neuer Eindruck, aber im Osten groß geworden hat man Russisch als Fremdsprache in der Schule. Also das war jetzt nicht so schlimm. Also Krass. Klar, die Verständigung auf Russisch war jetzt nicht unbedingt, aber verstehen konnte ich da schon einiges. Also so ein bisschen Schulrussisch hat mir da geholfen. Was hast du da erlebt in dem Jahr? Was ist hängen geblieben? Ziemlich viel. Also die Erfahrung, also ich bin ja mit Hanka vorher schon in der Nationalmannschaft öfters mal gefahren. Auch schon im zweiten Juniorenjahr, als ich die Thüringen-Rundfahrt gefahren bin, war Hanka mit der Nationalmannschaft unterwegs. Also von Hanka habe ich wirklich viel gelernt. Hatte auch damit zu tun, ich habe ja mal anderthalb Jahre in Freiburg gelebt, als ich mein Studium angefangen hatte, also mein Bachelorstudium. Da habe ich viel mit Hanka auch trainiert. Und ja, ich glaube, von Hanka habe ich wirklich viel gelernt, viel Erfahrung weitergegeben gekriegt. Und ja, ansonsten war es schon ein kurioses Jahr. Also es hat schon mega Spaß gemacht. Es war auch meine erste WM, die ich in dem Jahr, also große WM, die ich in dem Jahr, glaube ich, gefahren bin. Und vor allen Dingen ins Mannschaftszeitfahren und es war in Falkenburg. Also es war schon ein geiles Jahr und eine geile WM damals. Wie war so die russische Herangehensweise an den Radsport? Schwierig. Also war schon relativ, wie soll ich es ausdrücken?
haben es halt alles ein bisschen lockerer genommen. Also die Mädels waren halt relativ entspannt und ja, so Pünktlichkeit und so bei den Russen war halt auch nicht so. Wobei, das kam so in den Teams später bei Cipollini, Pünktlichkeit, das musste ich den Italienern auch erstmal beibringen. Was man so im Osten lernt, so 5 Minuten vor der Zeit, war bei denen eine halbe Stunde nach der Zeit. Hat aber auch nachgelassen. Hat auch nachgelassen bei der neuen Generation. Da ist es nicht mehr der gleiche. Das stimmt. Aber so mit Pünktlichkeit und ja, Genauigkeit hat man es bei den Russen nicht ganz so genommen. Also da war schon gut, sage ich jetzt mal, dass wir ein bisschen deutschen Einfluss da hatten mit Jodo und Mechaniker damals. Und ja, aber sonst war es schon ein cooles Jahr. Also konnte man schon viel lernen. Ich glaube, ich war sogar in dem Jahr mit Russ-Velo auch im Trainingslager auf Mallorca. Also ich war auf einfach im gleichen Hotel. Genau. Und ja. Hab einfach mich auch da so an der Essensbox und so bedient. Das klingt irgendwie mal nach dir, ja. Hast dich einfach ein bisschen mal die mit eingeklinkt. Infrastruktur mitgenutzt. Ja, ich war auf jeden Fall im selben Hotel und ich glaube, ihr hattet da Männer- und Frauenteam war in einem Hotel. Ja. Ich glaube, das ganze Hotel sogar, also mehr oder weniger, ne? Aber warst du mit Russ-Velo da als Gastfahrer an die, so als Nee, nicht offiziell. Du einfach so an die Box gegangen. Zufällig. Ja, klar. Ah, okay. Ja, verständlich. Ja, jetzt kommt der Wechsel zu 4 Jahre, einem der, wenn nicht dem größten, erfolgreichsten Team im Frauenradsport. 2013 bis 2016, Bölls-Dollmanns. Unter anderem mit, ich habe auch noch hier, das sage ich gleich, unter anderem mit Lizzie Deignan, Christine Majerus, Ellen van Dijk, jetzt sind mir hier gerade meine Evelyn Stevens. Notizen weggeflogen. Evelyn Stevens, genau, Chantal van den Broek-Blaak. Ja, also schon krass auf jeden Fall. Da hast du auch einige Erfolge begleitet. Definitiv, kann man so sagen. Also das waren schon krasse 4 Jahre. Klar, das erste Jahr war, ja, wie soll man sagen, ein ziemliches Lernjahr. Also das war halt, da waren wir halt noch kein großes Team. Da war Lissy die einzigste, sage ich jetzt mal so, die international mit mir das holländische Team so ein bisschen, internationaler gemacht hat, aber von den Jahren danach, also was war es, 2013, 14, 15, wurde es dann halt schon natürlich internationaler und immer hochkarätiger. Also das erste Jahr war ein ziemliches Lernjahr, weil ich da halt auch wirklich das ganze Frühjahr bis Mai, glaube ich, in Sittard in so einem Teamhaus oder Apartment gewohnt habe und auf mich alleine angewiesen war. Also das war schon was anderes. Aber die Jahre danach waren halt, schon krasse Jahre, an die ich gern zurückdenke. Aber war es, also erstmal, wie kam der Wechsel zustande? Und war es das erste Team, was auch richtig Gehalt gezahlt hat? Also etwas, wovon man leben konnte? Oder war das da auch noch nicht der Fall? Gehalt, von dem man leben konnte, würde ich, ja. Es kommt halt immer darauf an, was man sagt, wovon man leben kann. Was klar, überleben kann ich am Monat, aber viel mehr halt auch nicht. Und das war das erste Jahr. War es das erste Jahr, wo das möglich war? War es bei Russ-Velo auch schon so? Oder? Ja, bei Russ-Velo war es auch okay. Also es war jetzt nicht außergewöhnliches Gehalt, sagen wir es mal so, aber es war okay. Also die Russen haben sich da schon nichts genommen. Damals kam Danny auf mich zu während Russ-Velo und hat mit mir gesprochen. Der war vorher bei Adrink, also Danny Stamm, der damals oder jetzige immer noch sportliche Leiter, war von Adrink. Im Jahr, wo ich bei Russ-Velo gefahren bin, ist er bei Adrink noch sportlicher Leiter gewesen, mit Lissy aber zusammen. Und die hatten, also da war schon klar, dass die beide zu Bölls gehen. Und er hat mich dann prinzipiell angerufen und hat gefragt, wie es dann aussieht, ob ich Lust hätte. Und weißt du warum? Also ich meine, man ruft ja nicht einfach eine deutsche Fahrerin an und sagt, ey, komm mal rüber, sondern halt, was war irgendwie dann die Aufgabe? Da wird ja einen Plan gehabt haben, ne? Auch mit Lissy. Lissy war damals schon Siegerin nicht, aber Medaillengewinnerin. Die ist 12 Olympiasiegerin gewonnen. Ja. Genau, 12 Olympiasiegerin. Genau, also war ja ein Superstar im Frauenradsport zu dem Zeitpunkt. Wird es ja einen Plan gegeben haben. Was war
Was war so der Masterplan? Der Plan war eigentlich mit Boyd Stormans als Sponsor halt zum Team Nummer 1 zu werden, weil Boyd Stormans gab es halt vorher schon, aber war halt noch nicht so ein professionelles oder hochkarätiges Team. Und der Sponsor von, also der, ja, ich glaube, was von Boyd? Nee, von Dolmans. Die wollten halt die Entwicklung Richtung bestes Frauenteam haben und haben halt Danny und Lizzie eingekauft und der Kontakt mit Danny kam halt zustande über Jodo, der hat das so ein bisschen mit eingefädelt gehabt. Ja, jetzt bist du da 4 Jahre gefahren und ich würde jetzt mal so von außen sagen, die nach 4 Jahren in dem Team mit den Teamkolleginnen und dem Rennprogramm ist ja einer der, weiß ich nicht, da weißt du auf jeden Fall, was abgeht. Also bist ja irgendwie mit am erfahrensten und was hast du in der Zeit alles dazugelernt, würdest du heute sagen, was du da mitgenommen hast? Puh, eigentlich alles. Also schon einiges. Also wie Radrennenfahren funktioniert, wie taktische, also verschiedene taktische Sachen. Ja, alles drumherum, auch ums Radrennen, ums Training, Anreise, wie professionell es eigentlich zur damaligen Zeit schon sein konnte. Also klar ist es im Vergleich zu jetzt immer noch ein Unterschied, aber es war zum damaligen Zeitpunkt war es schon echt ein professionelles Gefühl, da in dem Team zu sein und das, also die Strukturen von dort zu haben. Und da Radrennen fahren zu dürfen und mit den Mädels zusammen Radrennen gewinnen zu dürfen oder zu können. Was ich auch rausgefunden habe, ist, das 2015er Trikot, was ihr hattet, könnte man eigentlich jetzt komplett dieses Jahr übernehmen und hätte das vierte Team, was aussieht wie die anderen. Das ist einfach schon genau das gewesen, was es jetzt irgendwie viermal gab und einmal verboten wurde. Sehr witzig, als ich das gerade gesehen habe. Ja. Noch irgendeine lustige Geschichte von einer deiner Teamkolleginnen? Hast du noch irgendein Erlebnis aus den Jahren im Kopf? Ja, das coolste oder krasseste Erlebnis war halt Thüringen. Also mein Etappensieg, ja. Wo ich halt in der Spitzengruppe war. Und wir hatten prinzipiell Lissy als Kapitän hinten, die das Rennen hätte genauso gewinnen können. Und ich aber dann vom Danny im Auto die Ansage gekriegt habe, nee, wir fahren hinten nicht, du kannst das Ding nach Hause fahren. Und es war halt schon so das Gefühl, also normalerweise im Jahr bin ich als Helfer unterwegs gewesen, aber es hat halt jeder im Jahr immer seine Chance bekommen. Und das war halt an diesem Tag, dass sie da hinter mir gestanden haben, obwohl es halt wirklich eine super schwere Etappe war und die Spitzengruppe halt unter anderem mit Hanker nicht unbedingt leicht besetzt war. Mhm. Also ja, das war halt schon ein krasses Gefühl. Und dann komme ich halt, gewinne ich die Etappe und nach dem Ziel bin ich halt völlig am Heulen und am Flennen vor Glück. Dann ist halt Lissy die Erste, die da ist und dich in den Arm nimmt. Also es war schon ein cooler Tag, an den ich gern zurückdenke. Ich frage mich das immer so, ich habe das schon 1000 Mal erzählt, glaube ich, aber nach dem Lesen von dem Buch von Charles Vergelius, der halt auch immer Helfer war und nie ein Rennen gewonnen hat, dann auch irgendwie in seiner Endkarriere nochmal beim kleineren Team fährt und fast ein Rennen gewinnt, das dann aber auch nicht gewinnt und quasi seine Karriere aber immer dann im Nachhinein auch daran betitelt, dass er eigentlich nie gewonnen hat. Ist das für dich so abgehakt mit dem Sieg? So, du bist auch in so einer Helferrolle und ist deine Karriere erfüllt? Wäre sie ohne den Sieg auch erfüllt? Ja, wäre sie. Also definitiv. Also ich war 2016 in Rio, das war ein riesengroßes Erlebnis. Bei so vielen Weltmeisterschaften dabei gewesen, klar, was war es, 2014, glaube ich. Ja, 2014, wo es Mannschaftszeitfahren in Ponferrada war, wo ich, wo wir so ganz knapp an der Medaille im Mannschaftszeitfahren vorbei sind. Das war halt nochmal so ein Tiefpunkt, aber da habe ich mir ziemlich viele Vorwürfe gemacht, dass es an mir zum Schluss lag.
Und die Medaille hätte ich mit dem Team gern gehabt. Klar, so eine Weltmeisterschaftsmedaille in Anführungsstrichen fehlt mir noch. Aber sonst ist es definitiv eine erfüllte Karriere. Also klar ist dieses Jahr so nach der Erfahrung, der ersten Erfahrung von Roubaix letztes Jahr, Roubaix halt nochmal ganz oben auf der Liste, wo ich sage, das ist noch mein Ziel und da in die Top 5 oder aufs Podium zu fahren. Würde ich mir jetzt schon nochmal als Ziel setzen, aber eine Karriere mit Olympia, die Olympia-Teilnahme ist schon erfüllt. Also da kann ich mir nicht so viel mehr sagen, okay, das hättest du noch gern gewollt. Ich weiß nicht, würdest du jetzt eigentlich die restlichen Teams auch noch durchgehen? Oder? Ja, nur noch zwei. Ja, drei. Ja, vielleicht gibt es ja noch eine lustige Geschichte aus Italien, da baue ich eigentlich schon noch drauf. Okay, gut, dann. Hat man den Babbo kennengelernt? War Mario mal zu Besuch im Team? Nach Ale Cipollini geht's. Okay, 17 gut, bis 19. Der war bei jeder Teampräsentation dabei. Also, das hat er sich schon nicht nehmen lassen. Definitiv. Und, aber sonst lustige Geschichten. Also, ja. In Italien ist halt immer, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so mit Pünktlichkeit und sowas, war halt immer schwierig. Also im ersten Jahr war es dann eine halbe Stunde später oder sowas mal, aber hinten raus nach 3 Jahren habe ich sie dann wirklich dahin bekommen, dass wir pünktlich zu Radrennen losfahren konnten. Also, sehr gut. Dafür haben sie die deutsche Söldnerin eingekauft. Ja. Genau so ist es. Wie waren die Cipollini-Räder? Fragt man sich immer so, kann man das fahren? Ich sag mal so, nach 4 Jahren Specialized schon ein Rückschritt. Mm. Und einen Freund von Campagnolo bin ich bis heute nicht geworden. Aber es sieht gut aus. Ja, das muss man schon sagen, aber so, ich sag jetzt mal nach Specialized und jetzt Cervelo, steht erstmal schon noch weiter hinten in der Liste. Da habe ich mich immer gefragt, würde ich ein Cipollini-Rad fahren? Würde ich mir das mal aufbauen, so ein goldenes? Naja, gut. Ja, zum Hinstellen halt, ne? Ja. Zum Hinstellen vielleicht. Ja, über Parkhotel geht's dann zu Jumbo Visma, wo du letztes und dieses Jahr unter Vertrag bist. Bei Parkhotel ist eigentlich noch das, was definitiv an Teamkolleginnen nochmal herausstach, dass eine Demi Vollering 2020, die da eigentlich auch gerade erst anfing, so richtig einzuschlagen. Ne? Ja, ja. Ja, wie ist die so drauf? Das sieht auf jeden Fall immer ganz entspannt aus, was sie da so macht mit ihrem Hund auf dem Rücken. Die ist definitiv entspannte Teamkollegin gewesen und kann ich nichts gegen sagen. Also zum damaligen Zeitpunkt, wie du sagst, war sie halt noch nicht der Superstar. Aber man hat schon gesehen, wo die Entwicklung hingeht. Also da hatte sie halt schon noch ein bisschen was zu lernen und halt wirklich Rennen lesen und schauen, wo es hingeht. Aber man hat die Entwicklung sehen können. Und es war halt ein bisschen schade, dass er halt nicht mit zu Jumbo rübergekommen ist, sondern damals dann zu Bölz oder SD Works. Naja, das stand zur Debatte. Mhm. Ja, dann wäre Jumbo tatsächlich nochmal... Ich meine, Marianne Voss natürlich schon mal ein Garant, aber dann wäre Jumbo tatsächlich noch mal eine Klasse stärker. Ja, definitiv. Ja. Okay, darf ich mal eine Frage stellen? Natürlich. Okay. Also, so, wir kommen jetzt gleich nochmal zu Marianne Voss und wie krass das Team ist, aber was mich, also ich frage eigentlich jede Frau, die hier hinkommt, und ich erhoffe mir immer noch mehr Erkenntnisse, aber was war, also welches Team, denkst du, war der Gamechanger im Frauenradsport, wo ihr diesen Step gemacht hat in Richtung Professionalität, Gehälter, pipapo? Bei den Männern war es Sky damals, hat man so richtig nochmal gemerkt, dann haben wir auch nochmal so einen Sprung gemacht in der Professionalität. Und bei Frauen war das Bolz oder was würdest du sagen, war es Cervelo? Ja, ich denke, Cervelo war schon mal ein Ansatz, aber ich denke schon, dass Bölz damit ziemlich viel auch mit zu tun hatte. Also als Gamechanger würde ich es schon bezeichnen, weil es zur damaligen Zeit, das hört sich auch wieder an, das war vor 6 Jahren. Ja, aber das ist genau das Ding, ne? Es ist noch nicht lange her, aber es kommt bei den Frauen sind halt diese Sprünge so krass, es kommt einem so ewig lang her vor, aber das ist halt wirklich noch nicht lange her. Ja? Nee, genau. Also ich denke schon, dass Bölz da schon
in Anführungsstrichen ein Vorzeigeteam war, um es in die Richtung zu schubsen. Also was halt auch ganz bemerkenswert war, war halt, dass halt Bölz den Step immer noch schafft oder geschafft hat, ohne ein Männerteam parallel zu haben, oder das Männerteam hat Bölz als Frauenteam, sondern es ist halt immer noch ein eigenständiges Frauenteam, ohne Unterstützung in Anführungsstrichen mit der ganzen Logistik und so weiter vom Männerteam, was man halt beim Großteil von den anderen Virtual-Teams jetzt bei den Frauen schon sieht. Und jetzt bist du ja bei Jumbo-Visma und bekanntlich haben die ja ein ziemlich gutes Männerteam und das Frauenteam ist ja auch auf gleichem Niveau eigentlich unterwegs. War das nochmal so ein krasser Schritt für dich jetzt dann? Natürlich auch von einem kleineren holländischen Team dann irgendwie zu so einem großen Team zu wechseln, schon mal ein Schritt, aber du kanntest ja Bölz Dollmanns. ist das jetzt einfach nochmal alles viel, viel größer und keine Ahnung, also es muss ja so für Frauenradsport muss es ja ein Schlafenland sein, wenn man sich die Verhältnisse von vor 6 Jahren noch anschaut, ja. Ist es. Also es ist alles nochmal viel größer, viel professioneller. Eine ganz andere Logistik dahinter, was es an, ob es bei Autos oder sowas anfängt, über Personal, über die ganze Planung, also definitiv. Was man sich bei Bölz Dollmanns damals noch mit einem Telefongespräch mit genau einer oder zwei Personen klären konnte, da weiß ich heutzutage manchmal nicht, okay, wer ist jetzt eigentlich der Ansprechpartner für genau dieses Problem oder für genau diese Frage? Aber war nicht auch so das ehemalige Highroad-Team, was dann irgendwann, ich glaube Specialized hießen sie dann zwischenzeitlich? Specialized Lululemon. Genau. War das nicht auch so ein Team, was da mit so Vorreiter war? Ja, ich meine, da würde ich jetzt auch mal Paul vielleicht ein bisschen im richtigen Männerbereich war es halt irgendwie auch schon vor Highroad, so das, also vor Sky. Ich glaube, das Team, was so ein bisschen einfach mal andere Wege gegangen ist auch und so. Und jetzt meine Anschlussfrage wäre direkt, warum bist du da nie gefahren? Als deutsche Topfahrerin in einem letztendlich ja dann deutschen Team. Also das ist eine gute Frage, weil ich nie gefragt wurde, sagen wir es mal so. Und eigentlich zufrieden beziehungsweise Spaß hatte im holländischen Team und da für mich gut aufgehoben war und nie das Bedürfnis hatte, da zu wechseln, weil ich da meine Aufgabe hatte. Ich hatte war zufrieden, was heißt zufrieden? Ich hatte Spaß und mit meinen Teamkollegen und hatte ein cooles Rennprogramm, hatte ein cooles sagen wir es mal, Entwicklungsprogramm, wo ich hin wollte, wo man mit mir hin wollte. Und deswegen hat sich für mich da eigentlich nie die Frage gestellt, das Team zu wechseln und zu einem deutschen Team zu gehen. Was mich noch so frage, ist, gibt es einen Zeitpunkt oder kannst du es an irgendwas festmachen, wann die Leistungsdichte bei den Frauen nochmal extrem zugenommen hat? Wie viel, ist es noch jedes Jahr jetzt auch weiterhin so? Oder? Ja, definitiv. Okay. Ja. Also in Vergangenheit hat man halt immer gesagt, okay, im Olympiajahr rasen auf einmal alle. Aber momentan ist es gefühlt jedes Jahr, wo alle rasen. Also da müsste jedes Jahr Olympia sein. Mhm. Aber wann der genaue Zeitpunkt war, ist jetzt schwierig zu sagen. Also könnte ich jetzt so nicht festmachen. Es hat sich halt einfach entwickelt über die Jahre. Das ist halt wirklich... Du hast jetzt eine relativ aktuelle Referenz im Team mit Linda Riedmann zum Beispiel. Ganz jung, so eine der oder die deutsche Nachwuchsfahrerin. Klasse Jahr gehabt, klasse WM gefahren. Kannst du jetzt erstmal unter deine Fittiche nehmen. Wie dicht ist die schon dran? Die habe ich schon seit mindestens einem Jahr unter meinen Fittichen, weil ich das Juniorenteam von Bayern schon betreue oder mit dem viel unterwegs bin. Mhm. Da halt auch ein paar Mädels den Sprung Richtung Profibereich in Anführungsstrichen ermöglicht habe.
Aber mit Linda habe ich jetzt, also die, sie kenne ich jetzt schon seit 1,5 Jahren. Mhm. Sie kann definitiv ihren Schritt in den Profibereich gehen und wirklich weit nach oben gehen, wenn sie langsam und behutlich aufgebaut wird und ja, sie da wirklich mit Motivation dranbleibt, denke ich, kann das schon erfolgreich irgendwann mal werden. Aber wie nebenbei hast du mit denen zu tun? Also, du bist ja selber noch Profi und musst trainieren und bei Wettkämpfen teilnehmen. Aber es hat damit zu tun, dass das Juniorenteam Mangalseder bei den Bayern von meinem jetzt ehemaligen Trainer, also Mario Vonhoff, betreut wird. Mhm. Und seit der Corona-Zeit bin ich da schon immer mal wieder involviert in Trainingslager, Trainingswochenenden. War es ein Bundesliga-Rennen in Karbach, das wir mal vorher angereist sind, die Mädels mit mir Kontakt hatten, wir zusammen trainiert haben, über Zoom-Meetings wir uns ausgetauscht haben, die Mädels mir Fragen stellen konnten. Also hab da halt schon viel mit den Mädels, vor allen Dingen im Corona-Jahr 2020, in Anführungsstrichen zu tun gehabt und denen halt Hilfe und Unterstützung angeboten und Erfahrung weitergegeben. Ist es dann quasi etwas, was du gerne machen möchtest nach der Karriere, in diese Rolle reinrutschen weiter? Ich würde nicht unterschreiben, dass ich es machen werde, aber ich wäre auch nicht abgeneigt davon. Also so ein Nachwuchs-Development-Team, also es war ja mal im Gespräch oder ist immer noch im Gespräch, dass es bei Jumbo-Visma ein Development-Frauenteam geben soll. Wann das genau kommt oder kommen soll, steht noch in den Sternen. Aber so, ich sag mal so, jetzt auch die Mentor- oder Road-Captain-Rolle im Team mache ich halt super gerne und ich glaube, dass ich da halt auch super hilfreich für die jungen Mädels bin, den Weg nach oben zu finden und wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt von, so eine Aufgabe später mal zu übernehmen. Ja, wo du jetzt ja gerade auch erwähnt hast, dass du Road-Captain-Rollen gerne übernimmst, fällt dann jetzt mir fällt zumindest direkt ein, so Roubaix, wo man die schon sehr präsent gesehen hat, gerade auch im Finale für Marianne Voss gefahren. Bist du dann auch bei solchen großen Rennen quasi diejenige, die Ansagen macht oder mit Marianne viel kommuniziert oder wie läuft das bei euch? Ja, also ich war jetzt eigentlich zu 90% die Rennen, die ich gefahren bin, war ich Road Captain gewesen. Und ja, ich war auch in Roubaix Road Captain und habe die Ansagen gemacht, genau. Finde ich interessant, weil Marianne ja mega viel Rennerfahrung auch natürlich schon hat, weil die auch schon sehr gefühlt 100 Jahren auf dem Niveau fährt. Ja. Gut, ich bin schon bei einer mal wieder Off-Topic-Frage und meiner Abschlussfrage. Schlimmste Hungerast. Kannst du dich an was erinnern? Bist du ein Kandidat für Hungerast im Training? Warst du es früher? Meistens erzählen die Leute immer so, ja, früher, jetzt mittlerweile nicht mehr. Früher. Ja, früher, als wir noch mit Wasser und Banane im Kopf trainiert haben, da war ich das dann schon mal. Aber zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr. Also vor allen Dingen im letzten Jahr, wo wir halt wirklich mit Ernährungscoaches zusammenarbeiten beim Team, habe ich das Essen auch im Training gut gelernt. Mhm. Also klar, früher schon die letzten Jahre, aber jetzt im letzten Jahr nochmal extrem, wo ich gesagt hätte, sowas hätte ich früher, da wäre ich mit einer Banane und 2 Flaschen Wasser gefahren. Wir haben ja hier schon mal die These aufgestellt, dass die sehr jungen Fahrer und Fahrerinnen heute schon so stark sind, weil man nicht mehr so bescheuert trainiert und isst wie früher. Gut möglich, also aber wenn ich dir sage, dass eine Linda Riedmann zum Beispiel im Juniorenjahr schon 6 Stunden trainieren gefahren ist, dann widerlegt das die ganze These. Ja, gut. Ja. Das kommt noch dazu, ne? Ja. Aber jetzt gerade, weil wir vorhin ja irgendwie schon so hatten, so Road Captain und deine persönlichen Ziele irgendwie hatten wir schon so ein bisschen definiert, aber hast du irgendein Ziel mit dem Team oder ja, also ich denke mal, dass du bei Jumbo-Visma wahrscheinlich auch bleiben willst. Ja. Weiß nicht, genau. Irgendwas Rennen, was du gerne im Team auch gewinnen wollen würdest, wo es jetzt gar nicht um deinen persönlichen Erfolg geht? Ja, sicher. Dieses Jahr sind halt, also wir haben halt wieder Klassiker auf dem Programm, die ganz oben stehen, wo wir sagen, okay, wir wollen halt auf alle Fälle 2, 3 Klassikerrennen als Team gewinnen. Und die Tour im Sommer ist halt noch ein großes Ziel.
Persönlich für mich ist es dieses Jahr Roubaix, was halt ganz oben auf der Liste steht, wo ich sage, okay, letztes Jahr bin ich in die Top 20 gefahren mit einer anderen, oder wenn ich in Anführungsstrichen nur meine Rolle, die ich ausfüllen sollte, hätte ausfüllen sollen, dann wäre ich da in die Top 10 gefahren wahrscheinlich. Und mit dem Gedanken im Hinterkopf gehe ich da schon dieses Jahr rein und sage, Roubaix ist das Ziel im Frühjahr für mich. Und mit einem guten Tag kann ich da schon in die Top 5, Top 10 aufs Podium. Roubaix ist halt ein Rennen, wo halt viel passieren kann. Ja, ist aber so das einzige Rennen mit, ne? Also auf dem Niveau, wo man auch als Helferin oder Helfer es schaffen kann, halt eventuell sogar zu gewinnen durch Taktik halt. Ja. Oder halt eben auf jeden Fall ganz vorne zu landen, ne? Ja. Also mir fällt jetzt kein anderes rein. Flandern passiert ja relativ selten. Also das ist schon Roubaix wirklich prädestiniert. Ja. Würdest du dir wieder Regen wünschen für den Tag oder willst du auch mal im Trockenen fahren? Ehrlich gesagt, ich bin halt der Regenfahrer. Also ich freue mich super, wenn es regnet am Start. Muss aber gestehen, letztes Jahr vor Roubaix habe ich gesagt, bitte lasst es nicht regnen. Also es war schon, war so, dass ich sage, boah, es ist die erste Edition. Wir haben 130 Mädels am Start, wo bestimmt 100 Mädels sich auf dieses Rennen freuen, aber noch nicht so richtig wissen, was da passiert. Und jetzt lass es bitte nicht noch regnen, das macht das Ganze nur gefährlicher. Es war so schon gefährlich genug. Also dieses Jahr ist es dann so, dass ich sagen würde, ich hätte nichts gegen Regen, weil ich glaube, dieses Jahr schon mal, ja, bestimmt 50% vom letzten Jahr, die es gefahren sind, sagen, nee, danke, das Rennen reicht mir einmal, ich brauche es nicht nochmal. Wie bei den Männern. Ja, das war natürlich richtig krass. Also da taten mir die Männer leid. Ja, aber. Du meinst es jetzt mit einmal Roubaix gefahren, reicht mir. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob die Quote immer noch so ist, aber früher, als ich noch aktiv war, war es auf jeden Fall auch ungefähr so, ja, nach jeder Teilnahme. Ich bin selber nie gefahren. So ein Zwischending gibt es einfach nicht, ne? Nee. Irgendwie keiner sagt, oh, das kann man nochmal machen oder ja. So. Wenn es nach mir geht, können wir es zweimal im Jahr fahren. Ja, genau. Entweder so oder halt bloß gar nicht mehr. Ja, genau. Ja. Gut, Nominierung. Wen würdest du uns hier mal in den Wagen stecken? Puh, das ist eine gute Frage. Geht auch international. Stimmt. Geht auch international. Hattet ihr die Corinne schon? Rivera? Ja, die hattet ihr, glaube ich, schon. Ne? Tatsächlich, ja. Erste internationale Folge. Ja. Stimmt. Ich habe mich gerade vage dran erinnert, ja. Die musst du ja jetzt auch aushalten. Na, aushalten. Ja, die ist super. Aushalten. Es kommt drauf an, wie viel Rennen wir gemeinsam fahren, ob ich sie aushalten muss oder nicht. Das war letztes Jahr so eine Teamkollegin wie Rianne Markus, die habe ich im Frühjahr im Trainingslager gesehen und am Ende des Jahres dann in Roubaix. Und dazwischen sind wir komplett andere Rennen gefahren. Nee, Corinne ist super. Hat schon einen Grund, warum wir die zuerst abgeholt haben. Definitiv. Hattet ihr Lissi schon? Nee, aber Lissi ist jetzt gerade angefragt und es gibt auf jeden Fall positive Rückmeldungen. Also das können wir vielleicht erfüllen. Ja, Lissi wäre so eine Person, die ich euch da gern. Das ist so eine Corinne Rivera Nummer 2. Also auch eine super Teamkollegin. Mit der habe ich immer noch super Kontakt nach den 4 Jahren Bild. Dann in unterschiedlichen Teams. Also Lissi ist echt eine super Person. Gut, das versuchen wir umzusetzen. Jetzt können wir auch, gerne. Jetzt können wir bei Lissi auch sagen, wir haben dich eingeladen aufgrund einer Empfehlung. Ja, genau. Wir wussten eigentlich nicht, wer du bist. Könnt ihr gerne machen. Alright, dann, ja. Aber ich kann ein positives Wort bei ihr einlegen und sagen, hier, wenn der Besenwagen anruft, dann musst du da rein, weil... Ausnahmsweise mal. Ich hab das getestet. War okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir dich abholen durften und dass du so schnell nach Hause gefahren bist wegen uns von deinen Eltern. Gerne wieder. Alles gut. Der Plan war ja sowieso, aber ich habe es dann ein bisschen verplant gehabt, dass wir uns für 18:30 verabredet hatten und ich so, oh, da war ja was. Ja, aber keine Sorge, wir sind auch nie pünktlich. Genau. Ich habe dich ja schon hier oben gesehen, dass du in den Raum rein willst. Russisch-französische Verhältnisse bei uns. Genau, und
Da waren wir noch in der tiefen Diskussion. Ja. Der Besenwagen also kommt immer mit Karenzzeit. Ja, richtig. Na, daran habe ich nicht gedacht. Das hätte ich mir vorher sagen müssen. Hätte ich nicht so schnell fahren müssen und die Blitzerbilder mitnehmen müssen. Aber das Problem ist, wenn wir das jemandem sagen, der eventuell eh immer schon unpünktlich ist, dann wird es noch später. Stimmt. Deswegen, das wissen wir im Vorfeld nicht. Das stimmt. Das wir stimmt. haben die Probleme ja auch im Podcast schon, dass wir früher manchmal frühere Zeiten gesagt haben, damit gewisse Personen pünktlich sind. Aber mittlerweile ist das ganz gut. Läuft das hier einigermaßen. Gut. Alright. Sehr gut. Dann einen schönen Alright. Abend noch. Danke, euch auch. Sehen uns. Wir hören uns. Bis dann. Genau. Ciao. Bitte. Ciao.